Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in HOI und ich erkläre es nochmal, weil es im Livestream gefragt wurde. Wir spielen gerade einen Mod, in dem Napoleon damals quasi alle Kriege gewonnen hat und Frankreich danach mit der Welt gemacht hat, was es wollte. Ja, und das alles ein bisschen schief gegangen ist. Und ich bin im Krieg mit sehr vielen Ländern, deswegen muss ich ganz, ganz schnell hier meinen Bürgerkrieg zu Ende bringen, weil sonst endet es hier noch im Chaos. Ich bin den Russen beigetreten, weil sie es einfach in dem Moment angeboten hat. So, gehen wir wieder zu den anderen. Das ist jetzt ein bisschen fies, wenn du das so sagst. Aber es ist wahr. Ja. Das Problem ist, ich bin auch mit Polen im Krieg und an die grenzt sich tatsächlich an. Ja, und du bist mit Polen im Krieg? Ja. Polen würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Also sind wir eigentlich Verbündete? Lol, tatsächlich, wir kämpfen miteinander. Ich würde mir jetzt um Polen nicht die Sorgen machen. Ja, schon, aber ich habe halt nicht so viel Truppen, um irgendwo großartig was abzustellen. Also. Und ich mache mir gerade eben Sorgen, dass das teutonische Reich irgendwie Truppen von Großbritannien hat. Oh, ich habe hier einen Mad Genius. Dietrich von Bülow. Was macht denn das verrückte Genie? Plus 25 Division Experience Gain und minus 25 Training. Wie geht's ins Training gerade? Ganz im Ernst, wie viel... World Tension, Current Wars. Ich umcycle die gerade, solche Homos! Teutonischer, das Reich hat 88%, 97% könnt ihr jetzt bitte kapitulieren, bitte. Geh auf Kiel hoch. Da landet gerade Russland, Russland landet gerade in Kiel. Ja, ich krieg russische Unterstützung. Lübeck. Oder Lübeck bin ich schon, jawohl, die sind in Rostock gelandet. Die Russen landen gerade überall, die sind so tot. Die müssen jeden Moment, kapitulieren. Ja, 97%. Ja, ja, aber das hatten sie schon bevor hier irgendwie. Also Lübeck, Kiel und Lübeck wählen jetzt halt noch. Ja, aber Rostock ist ja eigentlich von mir erobert, aber. Heiko Magdeburg hat 20 Dinge. Heiko, hast du das angenommen? Alter, Heiko, du hast zwei Hauptstädte. Ja, ich merk's gerade. Danke sehr. Was? Ja, Heiko hat München und Rostock hat Hauptstadt. Achso, ja, weil er dich erobert. Nee, es braucht halt noch ein Weilchen, bis es das gescheckt hat. Aber ich kann auch meine Lust. Oh, riesiges Encirclement jetzt da rein. Oh, Großkolumbien! Was macht er? Er ist in League of Nations beigetreten mit seiner ganzen 5 Division. Möchtest du mit dem verärgern, dass er weggeht oder was? Nein. Wie kann dieses Land noch am Leben sein? Das klappt besser, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt hier. Sollte ich einen Fokus anklicken, wo ein kommunistisches Zeichen drauf ist? Ja. Klingt nicht besonders amerikanisch. Nur noch 1700 Tage, bis ich positiv in Waffen bin. Ich habe tatsächlich demnächst mal genug Infanterie-Equipment, das wird schön. Nur noch 9 Tage. Ach egal, ich trainiere die einfach nicht. Meine Kavallerie kann auch untrainiert kämpfen. Also meine Truppen sind trainiert. Aber warte, gibt's sie eigentlich? Ja, meine auch. Macht es überhaupt Sinn, Kavallerie zu nehmen? Haben die richtigen Generäle? Also Leute, ich brauche jetzt erstmal nur eine CD-Fabrik. Kann mir jemand sagen, warum dieses Land noch nicht kapituliert? Kann mir jemand sagen, warum du noch nicht kapituliert hast? Ich. Ah, ich hab ja gar keinen Kavallerie-Typ. Ich hab. Ah, bringt ja gar nichts. Nur 4%. Die haben immer noch 97. Ah, kacke. Wahrscheinlich kamen die 97 schon mit Rostock. Deswegen ist es also umgeswitcht. Und okay, das bedeutet aber. Wieso habe ich das Gefühl, ich werde noch kommunistisch? Was? Japaner, wirst du demokratisch? Nein. Achso, du hast mehr Talk, ist ja einfach so wegen dem. Ganz ehrlich, ich blick's irgendwie gar nicht mehr jetzt wirklich durch, wer hier was macht. Ja, ich auch nicht. Hätte den mal vielleicht am Singleplayer spielen sollen. Nee, das ist gut so. Ich habe mich vorher mit Tobi drüber unterhalten. Das ist doch mal schön, wenn es die Leute einfach nicht getan haben. Am besten so, wenn keiner eine Ahnung hat, was er hier tut. Dann macht es am meisten Spaß. Dann stirben ein paar. Also Heiko, nächstes Mal Lazy Town Mod. Und hoffen, dass er nicht abstürzt. Jawohl, endlich. Und ich habe auch 2500 Waffen davon. Ja, es gibt aber kein Dienstfahren. Jetzt muss ich gleich erstmal in Polen rein. Ja, aber das ist ja okay. Heiko, ich muss eiskalt hinter Polen einfach nehmen. Nee? Hallo? Heiko ist ein echter Deutscher, der ist. Schaut ernsthaft, Heiko, geh einfach auf nach Slowenien, sag ich. Hä? Warum haben die denn jetzt das bekommen?
Ich nehme das da ein und dann kriegst du der Scheißstart da. Vielleicht haben sie mir Antwort auf. Wer war Josef Pliatzki? Oh, ein polnischer Feldmarschall ist gerade gestorben. Habe ich gerade als Event bekommen. Clay, hast du was damit zu tun? Nope. Nee. Hast du keinen polnischen Feldmarschall erschossen? Nein. Nee, das weiß ich nix. Nee. Alter, Kolumbien, leck mich am Sack, aber so richtig. Wieso ist Spanien eigentlich im Commonwealth? Das persönlich. Ja? Ich hab grad War-Propaganda gegen dich gemacht. Das könnte ich auch machen. Das ist alles so fies. Ich mach's ja nicht. Ich hab schon 75%, was ich brauch grad nicht mehr. Ich brauch's noch. Also ich hab meine War-Economy schon. Irgendwie sieht mein Land komisch aus. Ich glaube, das liegt daran, dass mir irgendwie Königsberg was fehlt. Fehlt. Gdansk. Gdansk. So. Wurde leise schon hochgeladen, ja. Ja, natürlich, Heiko will jeden Cent rauspressen. Nee, aus unserem F-Wort, nicht aus seinem. Du denkst echt, dass Heiko Geld mit seinem Channel verdient? Nein. Der verdient Geld durch Adidas. Ich müsste aber beim nächsten Partende muss ich kurz meine Wäsche in den Trockner schmeißen. Nein. Bin ich eigentlich der Einzige, der irgendwie findet, dass Military Staff ein bisschen komisch ist? Alter, ich habe einen Spezialisten für Infanterie, der gibt mir plus 4%. Die sind in meiner Fraktion drin, wie ist denn das passiert? Oh Alter, es gibt einen Artillerietypen. Hä, oh. Wer sind denn die Pinken? Hm? Das ist Baltic Nation. Baltic. Bin ich mit denen in der Fraktion? Ja. Hast du die Fraktion nicht gegründet? Ah ja. Hey, super, wir sind ja Verbündete. Das fällt dir aber echt früh auf, Clay. Nee. Tobi, was machst du eigentlich? Ihr hockt da einfach und seid entspannt, oder wie? Ich bereite nur den Krieg gegen Portugal vor. Ernsthaft? Ja. Schau auf die Farbe der Fraktion und dann schau auf die Karte auf den Kaufhaus aus. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nur, dass wir die neue Weltfraktion sind. Ich werde nichts sagen, aber Polen ist echt hart am Arsch. Ja. Die haben alle Truppen bei euch, ich renne hier gerade einfach durch. Das ist voll gemein. Ich finde es eigentlich sehr gut. Das ist aber unser Land, du kannst nicht da mal weggehen hier. Kaum habe ich den General zugeteilt, ist er krank. Ich weiß nicht, ob ich als Ukraine der Fraktion des Russen ankacken würde, aber ich bin mit dem Russen eigentlich gar nicht eine Fraktion. Oh Mann, warum bin ich da jetzt? Ich bin mit dem Russen gut. Okay. Oder? Ja. Ja, wir haben einen neuen Aggression Pakt, ich unter Russe jetzt. Alles gut. Wir haben ja auch einen. Wer? Ja, wir. Ich glaube, ich habe einen Non-Aggression mit allen, weil euch allen langweilig war und ihr Zeit für Diplomatie hattet, während ich hier... Du hast mit mir keinen. Ja, echt? Mit mir hast du auch keinen. Ja, okay, wir haben vorher auf jeden Fall wieder Leute Dinge geschickt. Ich bin sowieso auf der anderen Seite vom Planeten, insofern... Oh, ganz wichtig. Der Einzige, der mir irgendwie gefährlich werden könnte, wäre Wüstenfuchs, aber der hat, glaube ich, ja erstmal andere Ambitionen. Warum schaut Österreich so blöd? Mach dich gleich. In Österreich so blöd. Clay, dein Herrscher hat übrigens ein sehr episches Bild. Danke. Wir sind generell sehr episch. Mit unserer Flagge und Polish sowas. Empire hat kapituliert. Das ist so ein Witz, warum kriege ich denn jetzt hier so wenig? Ich war doch der Grund, dass wir das alles hier gemacht haben. Oder einfach. Jawohl, ich habe die ganzen Provinzen werden umbenannt. Nach deutsche. Also auf deutsche Länder, ja. So, ich brauche Kingdom of German Civil War Ended and irgendwas. Ha! Jetzt bin ich noch größer. Alles gut. So, aber ich kann jetzt kein Deutschland gründen, weil der Bürgerkrieg halt offiziell noch nicht beendet ist. Weil der Bürgerkrieg zu einem Weltkrieg ausgeartet ist. Ja, Klassiker. Yikes. Ja, aber so einem halben. Aber es sieht gut wir aus. Wir haben halt gleich eine World Engine von 100. Ja, wir haben eigentlich von 100. Also ich muss jetzt Italien, Serbien, Ungarn und Griechenland besiegen, nur dass ich dann später in Ruhe Deutschland gründen kann.
Okay, mach das schon. Ja, macht ihr das mal. Ich halte mich da jetzt einfach zurück. Ich kann nicht. Du könntest auch über Russland nach Rumänien gehen und dort alles erobern. Na, wenn wir Clank in Hand bekommen. Das ist voll gemein. So, ich. Und Heiko, wann greifst du Frankreich an? Das weiß ich noch nicht. Aber ich werde jetzt ja schon mal Land garnisonieren, kurz meine Wäsche in den Trockner packen. Ja, und ich werde gehen, meine Freunde. Was, du gehst jetzt? Nein, Clay, bleib noch. Nein, ich muss saufen gehen, mein Freund. Es tut mir leid. Aber du machst immer an dem Samstag, wo ich immer saufen gehe und immer die Party sehe. Ich stream es zum ersten Mal und vor allem, du hättest ja machen können wie wir und wärst gestern saufen gegangen. Da war ich auch. Das ist ja nicht so, als ist das hier nur ein Tag. Immer noch schon mal meine Straßenanfährt. Okay, ich bin mal ganz kurz weg, es dauert keine 2 Minuten vermutlich. Er macht Speed hoch während er im Krieg. Ah, okay, die kommen ja nicht hin, dann lass mal. Wann kann ich endlich Krieg führen? Oh, 30 Tage. Ich werde heute gar keinen Krieg mehr führen können, weil meine Produktion einfach zu langsam ist. Hey, ich habe auch immer noch minus 26.000. Würde ich eigentlich keinen Krieg führen. Heiko? Der ist weg. Ah, der ist gerade nicht da. Wo ist der? Ultra langweilige Mod. Oh, fuck. So hab ich jetzt die Artillerie nicht. Ist Clay noch da? Nee, Clay ist gegangen, okay. Also er ist zumindest im Spiel noch drin. Nee. Oh doch, ich hab aufs falsche Land geklickt. Oh fuck. Ich Idiot, hab von ihm die Artillerie-Lizenz und cancel die, wundere mich, wie meine Artillerie nicht produziert wird. Okay, mein Land ist nicht kollabiert, sehr gut. Leider. Zum Kreuzadler. Ich kann meine Flagge erst ändern, wenn der Bürgerkrieg vorbei ist. Das Problem. Aber dann tust du es, oder? Dann tue ich's, ja. Heiko, nimm mal kurz an. Ich muss erst meinen König töten, damit ich's kann. Heiko, gib mir deine Artillerie. Warum? Weil ich Artillerie-Lizenz brauche. Hat das irgendwelche Nachteile für mich? Nein, du kriegst eine Zivilfabrik dafür. Ja, das ist schön. Das ist in Ordnung. Ich Idiot hatte sie eigentlich von Clay, hab's aber gerade gelöscht gehabt. Aber die ganze Produktionseffizienz ist weg. Oh nein. So. Ich habe genug Punkte, um meine Division zu designen, fällt mir gerade eben auf. Und ich brauche definitely mehr Artillerie. Und ich glaube, also Clay. Also sitzen wir heute wirklich bis 2 Uhr nachts hier. So wie das gerade eben abläuft, glaube ich nicht, dass der Stream bis 2 Uhr morgens geht. Wenn natürlich hier die Runde vorbei ist, dann ist die Runde vorbei, aber wenn sie halt länger geht, dann geht sie länger. Kannst du auf 5-fache Geschwindigkeit stellen, weil es passiert jetzt so oder so nichts. Hey, ich stehe auf 4. 5. Ja, du bist zwar im Krieg, aber du bist an keiner Front vertreten. Ja, Heiko, ich glaube, du musst Clay in-game auch noch kicken, weil der hat, glaube ich, Ding zu. Achso, er ist weg, oder wie? Mhm. Der hat doch Tschüss gesagt. Nein. Ja, dann ciao, Clay. So richtig traurig. So, jetzt hoffe ich nur, dass... Leute, ich hab gekickt. Das ist aber nicht. Ach so, ja, weil alle meint haben, du bist schon längst weg. Mann, ey. Eigentlich nicht, aber ist okay. Hey, du hast doch gerade eben gesagt, du gehst. Ja, in 2 Minuten. Ach so, ja, okay. Ja, schon. Hättest du was sagen sollen? Ah, ich find's gut. Ja, vielleicht überlebt ja mein kleines Land da. Ja. Nicht, wenn ich bei dir da bin. Nee, lass das doch mal in Ruhe und hilf dem lieber. So, okay, Leute, wie soll ich meine Infanterie designen, die gute? Eine Infanterie-Truppe.
Damit so eine Zweierkampfbreite. Jetzt gebt ihm keine. Wir machen keine OP-Templates, habe ich gedacht. Keine OP-Templates, ich rede hier aber nur von überhaupt Templates. Ich wünsche euch allen was schönen Stream noch. Ciao. Bye. Ja, gut, du gibst ein bisschen Infanterie an und dann gibst du ein bisschen Artillerie. Dann hast du ein Template. Okay, ich mache jetzt ja schon mal die gesamte Bücher-Infanterie zu. Normale Artillerie. Komische Infanterie zu normaler Infanterie. Das wird so böse enden, Tobi. Ja, wird das. Was passiert? Ja, Otto ist noch nicht gejoint. Ohne Waffen. Ja, ich habe auch keine Waffen. Wozu braucht man Waffen? Alter, sag mir bitte nicht, ich komme ernsthaft nicht in Saudi-Arabien rein. Oh. Als ob du gerade gegen Saudi-Arabien ohne Waffen gewinnst. Nein, ich verliere. Oh. Oh Gott. Gesundheit, Heiko. Danke. Bitte. So. Alter, ich schwöre, Leute, ich habe schon dreimal auf diesen Restore-Form-of-Flag-Button gedrückt und es passiert nichts. Also ich mache jetzt eine neue Infanterie, ich kopiere jetzt die hier so und jetzt nenne ich die Elite. Ne, warte, ich hatte doch letztes Mal, weil ich hier zwei unterschiedliche, Mauer und Angriff, oder? Die Russen wollen mich in ihre Fraktion. Ja, Heiko. Ne, im Ernst, was baut man denn in so eine Infanterie rein? Infanterie. Naja, Infanterie. Ja, was noch? Infanterietruppen. Ja, wie viel Artillerie? Musst du selbst meistens herausfinden. Nein, muss ich nicht selbst wissen. Lass mich doch ausreden, Digga. Ja. Ich will hier jetzt eine schnelle Antwort, keine Diskussion, ich will eine Zahl. Sag eine Zahl. Ich will nur eine Zahl hören, mehr nicht. 7. 10. Wenn eine kleine oder große Division will, ist es jetzt. Also es gibt zwei Arten von Infanterie. Es gibt immer 20 und 40er Templates. In die 20er Template packst du, wie viel, lass mich nochmal kurz raussuchen. Ja, hier. Packst du zweimal Artillerie rein und 7 Infanterie. Bei dem 40er Template machst du 4 Artillerie und 14 Infanterie. Genau, das ist so der Gegenstand. Stop Trudging, warte mal kurz. Boah. Ich glaube nicht, dass seine Industrie ein 40er Template unterstützen kann. Nee, 20er Template, also 3 Artillerieeinheiten oder wie? Nein, 2. 2 und 8. 7, 2 und 14, 4 Hype. Achso. Okay. Ich mach's immer so, 8 Infanteries und eine Artillerie am Anfang. Na, ist die Elite vielleicht ein bisschen falsch, nimmer. Grenadiere, auch wenn das jetzt gar keinen Sinn macht. Okay, nehmen wir sie anders. Aber meint ihr wirklich 2 Artillerie am Anfang? Am Anfang ja. Artillerie doch von der Industrie her viel teurer zu produzieren. Ja, aber ich kann. Er will ja ein richtiges Template haben. Ja, aber da kann auch eine Artillerie und dann später nochmal eine dazugeben. Ich hab auch, das ist noch nicht die Division, die ich richtig benutze. Das ist jetzt quasi, die wird ab jetzt dann halt gebaut. Ja, gut dann. Also ich produziere jetzt Artillerie und wenn ich die Artillerie hab, dann wird das alles nachproduziert quasi. Beziehungsweise die neue Infanterie wird dann jetzt so, Edit, genau, ich wollte noch das Bild ändern. So, ich habe jetzt mal meine Armee in Saudi-Arabien ausgetauscht mit gegen die, wo halbwegs Waffen haben. Vielleicht komme ich jetzt rein. Ich würde nicht drauf wetten. Ja, muss ich kurz noch planen. Heiko, willst du jetzt Öl kaufen von mir? Ich habe genug Öl. Also ich brauche keins. Ich werde auch gegen Land, das 2, 3, 4, 5, 6, 7, das 8 Einheiten hat, gewinnen. So, holen wir mal meine Flugzeuge noch her. So. Wie groß sind deine Industrie, Heiko? Weiß ich nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken. Meine Kavallerie, die wird ja schon so passen. Ah, ich weiß auch, wieso die andere Armee so kacke war. Das waren ja alles noch Level 1s. Trotzdem sollten sie nicht so kacke sein. Wieso haben die hier 40% Attrition? What the fuck? Weil es mitten in der scheiß Wüste ist? Ja, die Kavallerie hat aber keine. Spanien, ich kauf bei dir Reifen, also Gummi. Nice. Also, was glaubst du, warum könnte Kavallerie in einer großen Wüstenfläche eine bessere Versorgung haben als einfache Infanterie?
Keine Ahnung. Rote Hü, Kommst du schneller mit einem Pferd durch eine Wüste als mit einem Infanteristen? Eigentlich nicht mehr. Ja, deswegen waren die Araber auch so gute Kavalleristen, weil... Die hatten Kamele. Zählt trotzdem als Kavallerie, oder? Nein. Ah, jetzt, ich gewinne. Nein. Ich meine, ich gehe ja mal davon aus, dass wir der Osmane auch Kamele hat. Hm. Das könnten sie mal in den Patch reinmachen, Kamele. Kamele, genau. Wo in der Kamele ist alles, oder wie? Ich meine, wäre schon clever, oder? Nee, okay. Ja. So Kavallerie, die besonders in der Wüste gut ist. Mhm. Okay, ich hatte irgendwie erwartet, dass was passiert in Portugal. Heiko, ich brauche mal von der Stahl. Oh, vielen Dank. Ich brauche mehr Political Power und ich könnte also mal... Ich könnte jetzt einen Krieg gegen die Ukraine starten. Gewinn vielleicht mal deinen Krieg in Arabien. Ich habe nicht meinen Krieg in Arabien. Warte, wer bist du? Kolumbien. Ja, du solltest vielleicht gar keinen Krieg starten. Warum nicht? Ach, wie viele Truppen hast du? 7. Ja, ich glaube, die Ukraine hatte 50 oder so. Ja. Okay, nein. So um die 20. Die Frage ist, ich muss erstmal auch noch dort landen. Da wird mir doch mein großer amerikanischer Bruder helfen, richtig? Rudi! Mit welchem? Hey, was ist das für eine Mod? Eine Mod, in der Napoleon alle Kriege gewonnen hat. Was? Ich werde auch mal kurz in der Erklärung. Willst du Fuchs? Mit welchem Öl? Ich habe noch nicht das Öl für meine Marine. Guck auf mein Land. Guck auf mein Land und dann siehst du, dass ich Öl habe. Nee, das sehe ich jetzt nicht so. Ich habe zwei, ich kann die 100. Kann mir mal jemand erklären, was ich hier für eine. Oh ja, der Kolumbianer hat ein bisschen Öl. Wenn da kein amerikanischer Sticker drauf ist, existiert das nicht. Ich kann den amerikanischen Sticker draufnehmen, aber es ist immer noch von mir produziert. Oh, Venezuela. Schauen wir mal, wie deine Inflation in ein paar Jährchen aussieht. Kann ich hier das nicht machen? Alter, ey, der Typ schaut dir immer noch zu. Alter, Clay schaut immer noch den Stream zu, der hat mir gerade auf Steam geklebt. Der hat mir gerade auf Steam geschrieben, lass die Ukraine in Ruhe. Sag mal, wieso bin ich. Ah, ne, bin ich nicht. Okay. Ah, Portugal heißt nicht. Irgendeine Fraktion gejoint. Achso, ja, aber. Irgendwie ergibt es keinen Sinn. Sorry. Warte, ist das alles, was die haben? Du kannst doch einfach auf alles klicken. Du kannst. Also, Indien steht nochmal Take All. Wo steht das? Die haben nochmal 8. Kingdom of Portugal aufmachen, dann steht da irgendwo ganz unten Take All State. Und du musst auch nicht Indien. Indien darf nicht vergessen. Du brauchst ein bisschen mehr Punkte auch. Ja. Oh, nee. Das heißt, ich darf das jetzt alles wieder wegklicken und dann erstmal passen, oder? Mhm. Ja, na, ich würde nur ein paar Sachen nehmen, das macht Großbritannien noch irgendwas. Wobei, ich glaube, aber ganz ehrlich, jetzt ist doch scheißegal, Alter. Folgendermaßen. Nimm dir erstmal die spanischen Provinzen, die sind die besten. Nimm mir erstmal das da, genau, in turn. Dann mach mal Pass. Alter, wie viel Gummi gibt's denn bitte schön in Afrika? Sehr viel. Afrika ist ja rein Gummi. Gummi? Gib mal Gummi, es gibt Digga. Sehr viel Gummi in den amerikanischen Kolonien. Nein, du hast einfach nur die deutsche Kolonie, um ehrlich zu sein. Aber ganz ehrlich, du brauchst einfach nur Malaya. Bobby, vergiss nicht Indien. Und da hat es dann 60% des Weltgummis. Ja, ist tatsächlich so. Alter, 600. Wenn Malaya kontrolliert, der kontrolliert den Gummi. Also Alter, dann müssen wir mal einmal schon, würde ich sagen. Alter, Malaya hat 646 Gummi und 342 was, Tanks. Was? 646? Ja, und 342 Tanks dann, Alter, was kannst du dafür... Ich mich verarschen. Was kannst du dafür eine Armee von Tank Destroyern und alles bauen? Brasilien hat ein bisschen Öl, ich glaube, ich weiß, wo ich... Öl, ein bisschen Gummi, ich glaube, ich weiß, wo ich meinen Gummi herbekomme. Tobi, kannst du sagen, dass du gerade eben alles und jeden gepappet hast? Ich hab nur die ganzen Afrikaner da unten gepappelt, um am Ende gegen Frankreich da unten so ein bisschen was stehen zu haben. Und die kämpfen vor allem autonom, also... Du hast doch die Inder gepappelt. Ah ja, schon. Jetzt mal im Ernst, aber irgendwie sieht es komisch aus, oder? Kann es sein, dass Saarbrücken, Saarland gehört zu Frankreich, deswegen... Das Saarland. Namen Star-Lord. Das Saarland.
Dass dir das noch nicht aufgefallen ist. Doch, ich wusste die ganze Zeit, irgendwas sehr komisch, aber ich war leider ein bisschen damit beschäftigt, seit Minute 1 Krieg zu führen. Nein, nice, Alter, aber jetzt ist, hey Leute, jetzt kann ich ja mal endlich sinnvolle Sachen tun. Zum Beispiel meinen Truppen an die französische Grenze schieben. Oh, ich bin nicht 100% monarchistisch, wunderbar. Und ich habe über den Krieg irgendwie 2000 Waffen gemacht. That moment when you make weapons through a war. Deus vult. That moment when you are in Palestine and you think, where is Jerusalem? Moment when you are Palestine. Ach ja, Israel. Israel. Gibt es das überhaupt? Heiko, wieso lässt du solche Antisemiten in deinen Stream? Hey, was? Da hat jemand gerade die Existenz Israel angezweifelt, offiziell. Ja, Wittiger. Ja gut, ich meine, rein von der Jahreszahl her dürfte es ja eh noch nicht geben. Siehst du? Ja gut, aber es gibt ja schon das Territorium. Wo können die 5er Geschwindigkeit machen? Achso, ja klar, ich Es passiert nichts. Ja, sonst weiß, ist mein Krieg echt langweilig. Mit 5 meinten wir damit eher, Heiko. 5 können wir eh nicht halten, aber das will ich mal sehen, wie lange wir das halten. Das ist eine gute Frage, wer leckt das erstes zurück? Aronita. Tobi. Wahrscheinlich, oder? Tobi und Wüstenfuchs, beide. Da sehe ich auch die Und beiden. Wüstenfuchs ein bisschen mehr. Alter, was war denn das gerade alles? China hat Tibet den Krieg erklärt, Surprise. Fuck. Darf ich euch gleich hinterherlegen, Heiko? Präsident Wagner. Was zur Hölle? Wisst ihr, wie meine Truppen gerade eben... Achso, ich habe da keinen Zugang. Meine Truppen sind gerade übers Gewässer nach Russland, um da jetzt quasi runterzulaufen zum Ungarn. Freut mich. Oh, wir haben 55 Zuschauer. Oh, ich habe zu wenig Support-Equipment. Scheiße. Wie Heiko einfach überhaupt nicht zuhört. Warum? Wir haben wie viel? 50 Jahre? Ich sehe die Zuschauerzahl ja kontinuierlich, alles gut. Ich habe eine neue Flagge, by the way. Cool. Und ich kämpfe aktiv gegen die Demokratie an. Die Mod. Warte mal. Die Mod, hier, guckt sie euch an. Ich schreibe sie ja auch jetzt schnell in die Beschreibung. Ah, so. Schöner also, Krieg, die Grind. Ich muss das immer reinschicken. So. So, das ist die Frage, die ich jetzt habe, dass ich die Vereinigten Staaten vereinen kann. Ja. Was ist das, Flaggen? Wo ist Alina? Du hast sie verpasst. Sie war vorher kurz da. Problem nur, Alina hat in letzter Zeit ganz schlimme Treiberprobleme, die mich den gesamten Nachmittag gekostet haben. Und zwar, wenn sie ihr Kopfhörer mit dem Mikrofon, ihr Headset einsteckt. Dann tut die Kopfhörer, aber das Mikrofon nicht. Was? Und das Headset anders eingesteckt, also zum Beispiel in meinem Laptop oder in einem Rechner oder so, da tut's. Andere... Heiko hat eh nichts gebracht. Die essen jetzt eh. Ja, ich weiß. Aber sie wäre sehr viel länger da gewesen. Und diesmal wusste ich das sogar vor dir. Tatsächlich mal gerade auf mein Handy geguckt habe. Weil sie schreibt das zwar immer vor dir, aber ich lese es halt später. Das ist dann immer blöd. Also hast du ja wirklich nie zu. Hey doch, aber... wenn sie mir halt, wir haben einen Livestream, eine WhatsApp-Nachricht schreibt, mein Handy liegt zum Beispiel auf meinem Bett, um zu laden, dann sehe ich das natürlich nicht. Mein Handy liegt gerade 30 Kilometer von mir entfernt. Das ist ein ganz schönes Stückchen. Das wirst du später einen Krieg mit Frankreich haben? Vermutlich schon. Ich meine, es läge ja nur in der Natur. Was denkst du, wie die Wahlen morgen in Sachsen ausgehen? Ich denke mal, cool. Ich hoffe, dass Jamaika reicht und wird und dann bin ich zufrieden. Ich glaube aber, es wird nicht reichen. Die werden irgendwie die SPD dazu haben wollen. Da gibt es eine ganz komische Koalition. Das wird funktionieren, wenn man irgendwie dann 5 Parteien hat, die irgendwie 3. Warte mal. Ja gut, aber 2 davon haben dann irgendwie 11% jeweils. Ja, das wird die Wähler sicher freuen.
Na gut, aber es hat Jamaika so an sich und da ist schon halt die SPD mit dabei. Ja, natürlich ist das nicht so, aber die AfD und die CDU kann, glaube ich, auch keine Regierung bilden. Also da bräuchte man auch drei Parteien. Egal wie du es drehst und wendest, du brauchst immer drei Parteien. Also je nachdem, wie das mit der Wahl dann aussieht, aber die, also Sachsen, die AfD in Sachsen hat in der letzten Umfrage nochmal irgendwie 2-3% verloren und die CDU dazu gekommen. Ja, kannst du denen dann wirklich noch vertrauen? Ist die Umfrage. Naja, also die Umfragen waren bis, okay, am Anfang war die AfD meistens stärker als in Umfragen. Das lag aber daran, wie man später rausgefunden hat, dass die Leute in solchen Wahlumfragen seltener zugegeben haben, dass sie die AfD wählen. Was glaubst du, das ist jetzt anders? Ja, weil die nehmen ja nicht die Rohdaten. Die haben da einen Algorithmus und den legen die da drüber. Die pumpen da die Rohdaten rein und ja. Und inzwischen wird in diesem Algorithmus einfach berücksichtigt, dass die Leute seltener sagen, dass sie die AfD wählen. Das bedeutet, die AfD wird immer schon hoch korrigiert, weil die auch ja. Und dadurch sind die in letzter Zeit auch wieder konkreter geworden. Und es ist ja nicht so, als ob in den Umfragen immer steht 30% CDU. Nein. Und am Ende haben sie dann bloß 15 oder so, sondern die weichen halt immer 2-3% ab. Oh, aber toll. Ja. Ich will nur sagen, selbst mit 2% weniger bei der AfD, soweit ich die letzten Umfragen gesehen habe, glaube ich, reicht es dann trotzdem, haben die CDU und die AfD dann noch immer irgendwie 51%. Moment, ich weiß es gar nicht, ich muss mal gucken. Gibt es eine tolle Seite, die heißt Wahlrecht. Ja, alle die kennen. Machen die. Diese ist so eine Frage. Die Osmanen ist ja noch ja, nie. Warum bist du im Krieg mit dem Russen? Weil diese Drecksaraber entschieden haben, wenn sie noch eine Stadt haben, in den russischen Block zu gehen. Tatsächlich hätte die CDU mit der AfD eine sehr, sehr gute, komfortable Mehrheit, das ist richtig. Ja, das Problem ist halt, du bekommst halt die Rechten und die Zentralen miteinander. Ja, ich sage auch nicht, dass es möglich ist unbedingt, aber ich meine... Aber Jamaika hat eine ganz knappe Mehrheit. So eine Jamaika-Ding, so ein Gewurstel, damit man es bloß nicht der AfD, das gibt der AfD. Hey, wieso sollte die CDU mit der AfD koalieren? Das wäre so dumm, da, weißt du, wie ich meine? Heiko, so denken die Wähler nicht. Die Wähler sehen dann nur, da gibt es irgendwie... Ja, aber wenn die das machen, dann wird schlicht und ergreifend die SPD die Bundesregierung verlassen und dann haben wir keine Regierung mehr. Das wäre komplett dumm. Ja, also es wäre in jeder Hinsicht ja so dämlich. Minderheitsregierungen funktionieren. Nicht Minderheitsregierung, keine Regierung. Da wird die CDU einfach eine Minderheitsregierung übernehmen können. Deutschland ist nicht Österreich. So ein kleines Land wie Österreich kann eine Minderheitsregierung haben, weil Österreich ist auf der Welt nicht unbedingt wichtig. Niemand braucht Österreich. Wenn Österreich nicht mehr funktionieren würde, wäre es nicht schlimm. Wenn Deutschland politisch, wirtschaftlich wäre auch Österreich schlimm, natürlich, würde Deutschland politisch nicht mehr funktionieren, wäre lahmgelegt oder sonst irgendwas, wäre das auf europäischer Ebene eine absolute Katastrophe, wenn da wird gar nichts mehr gehen. Okay, aber jetzt ist die Frage, wie blöd müssten eure Gesetzesvorschläge sein, damit sie lahmgelegt werden? Nö, das ist ja ganz einfach. Die AfD wird aus Prinzip dagegen stimmen, die Linke auch. So, jetzt hat man nicht mehr viele Leute, die dafür stimmen könnten. Leute, man kann einen Supernatural Mystic einstellen, 50% Protection from Curses. Habe ich auch schon gesehen, nicht eingestellt. So, und ich werde jetzt den Part beenden, weil der ist schon wieder sehr lang. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und nächstes Mal geht es weiter im Krieg gegen Ungarn.